Hallo und herzlich willkommen zu einem Food Haul. Ja. Falls ich fertig aussehe, ich bin fertig. Ich habe gezahlt 69,06 €. Genau, das habe ich noch im Kopf. Da muss ich jetzt den Kassenbon auch nicht holen. Diese Woche, also dieses Wochenende, gibt es zu essen einmal Nudelschinken-Krating, denn ich habe jetzt in den Schrank geguckt, was in Oktober abläuft. Ich habe ja hier mal meine Schüssel, wo ich von den 2 nächsten Monaten alles reinpacke, was abläuft, damit das benutzt wird. Und es klappt ziemlich gut. Und da war eine Tüte hiervon drin. Die läuft ab. Ich habe 2 Tüten. Ich habe auch eine, die läuft aber erst im November ab. Hier in diesem Korb ist alles von September und Oktober. Deswegen wird es einmal nur das Schinkgratin geben und einmal Kartoffeln mit Schnitzeln und Buttergemüse. Genau. Schnitzel habe ich nicht geholt. Die hat nur die Haltungsstufe 2. Wollte ich nicht holen, deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. So, für die Kids. Jeweils ein Berliner. Kriegen sie gleich sofort. Jacki. Dann war Mövenpick im Angebot. Ich hatte eigentlich 3 Stück. Ich hatte auch noch Latte Macchiato, aber der ist kaputt gegangen und ich hatte keinen Bock, jetzt in den Laden nochmal reinzugehen und sagen, dass der kaputt ist. Es kann sein, dass Marie den kaputt gemacht hat, als sie den in den Einkaufswagen, von der Kasse in den Einkaufswagen geworfen hat. Genau, deswegen, da die im Angebot ist, dann halt 2. Einmal Creamy Vanilla, kenne ich jetzt nicht. Cappuccino schmeckt sehr lecker, eher so schokoladig, würde ich sagen. Da kam ein Brot mit. Da waren die ganzen Tüten, die immer an diesen Backautomaten hängen, kaputt. Diese Folien. Deswegen habe ich jetzt so eine Tüte genommen und werde es einfach in den großen, in der Mülltüte reintun. Dann, damit das länger frisch ist. Genau, ein Bio-Brot. Irgendwas mit Bio. Irgendwie so. Marie wollte unbedingt Seitan. Ich war mit Marie einkaufen. Nach dem Kindergarten. War angenehmer als sonst, muss ich sagen. Aber als ich Marie abgeholt habe, hat es geschüttelt. Als ich an Maries Kindergarten war, hat es aufgehört. Dann war die Luft okay. Und als wir aus dem Netto rausgekommen, die Luft ist so eklig draußen, so ekelhaft, wirklich. Man schwitzt. Ich habe mich gerade komplett umgezogen. Ich glaube, das sieht man aber trotzdem an meinen Haaren. Genau, Marie wollte Salzstangen haben, kamen mit. Dann hatten sie für 99 Cent im Angebot Käseringe. Kam mit. Ein neues Paprika, edelsüß. Unsers ist fast leer. Sieht man das? Ja. Hier ist wirklich nur das bisschen drin und wir würzen viel mit Paprika-Gewürz. Deswegen kommt auch die Farbe. So. Dann Bananen, nur 3 Stück. Das reicht. Maries Fahrradschloss haben wir natürlich nicht gekauft für den Roller. Dann Mangos 2 Stück, denn 2 Stück haben 2,30 € oder 2,20 € gekostet. Und die sind riesig. Ja, kam 2 Stück. Die andere ist, glaube ich, im Trolley drin. Dann Schokobrötchen. Ich habe mal gefragt, Milchbrötchen oder Schokobrötchen. Sie hat sich für Schokobrötchen entschieden. Sie isst gar keine Schokobrötchen. Das ist sehr selten, wenn sie sowas isst. Dann fürs Wochenende Croissants. Dann war Alpro im Angebot. Da habe ich auch mal Vanille mitgenommen. Natur habe ich nämlich noch hier. Und dann können wir den mit Obst essen. Oh, jetzt bin ich gegen Stativ gekommen. So. Dann Joghurt mit der Ecke kam 6 Stück mit. Die waren im Angebot. Die Kinder haben auch noch so ein paar Joghurts. Aber ja. Hauptsächlich isst Marcel die eigentlich immer und Jerome. Joghurt mit der Ecke New Yorker Style. Knusperspaß. Tom und Jerry Knusperspaß. Schokosterne. Waffelwürfel. Das ist mein Liebster von Müller. Das Licht ist heute echt blöd hier, ne? Und nochmal Knusperkugeln. Joa. So, dann Nudeln. Ich habe nur noch Spaghettis im Schrank und so richtig kleine Nudeln. Eher für so, wenn man Brühe macht und da noch Nudeln reinhaben will. Für normale Nudeln habe ich gar nichts mehr hier. Deswegen eine Packung Nudeln für den Nudelgratin. Genau. So, dann Esspapier war im Angebot. Da habe ich Marie gedacht, sie soll mal 2 aussuchen. Sie hat 2 lila geholt für sich und Leon. Damit es keinen Streit gibt, kriegt jeder eine Packung.
An manchen Tagen sind die sich nur am Zanken und an anderen Tagen haben sie sich lieb. Und bevor es dann Streit geht, ist das wohl besser, wenn man die sich sogar für beide die gleiche Sorte aussucht. So, kommen wir zum Trolli. Kartoffeln für die Schnitzel, die ich noch kaufen muss. Ja. So, und dann hatten sie Meret im Angebot. Und den gibt es sogar mit milden Gorgonzola. Ich glaube, ich spreche das eh falsch aus. Wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Und ich liebe den Käse. Und deswegen kommt er einmal mit. Ganz dringend Öl. Das ist uns Freitag leer gegangen. Ich habe die ganze Zeit jetzt immer mit. Nee, noch länger ist das ja als Freitag. Dienstag oder Mittwoch ist das leer gegangen. Ich habe die ganze Zeit mit Margarine angebraten. Aber manche Sachen schmecken halt nicht, wenn man sie mit Margarine anbrät. Eine Sahne brauchte ich. Und Eier. Die hatten wieder Freilandeier. Genau. So. Dann ein Packung Quetschis. Ich habe heute auch bei Rossmann bestellt. Gestern Abend bestellt und heute bezahle immer per Vorkasse. Heute überwiesen. Ich hoffe, das kommt am Montag. Dann habt ihr nächsten Samstag ein Rossmann-Haul. Ja, einmal hat Marie sich ausgesucht. Bei eben Netto gibt es keine günstigen Quetschis mehr. Ein Paket Birnen. Oh, wir haben eine kaputt gemacht. Stopp, da stehen bleiben. Was möchtest du? Warte mal, Maus. So, zurück. Birnen. Die hier ist vermatscht. Das ist meine Schuld. Die werde ich gleich waschen und rausholen und direkt den Kindern aufschneiden. Das ist meine Schuld, dass die vermatscht ist. Wir hatten auch noch Capri-Sun. Leons müsste auch kommen. Hier ist Leons, glaube ich. Genau. Die gebe ich Ihnen gleich. Marie hat ihre schon getrunken. Und meine ist auch hier. Ich hatte ein paar Schlücke. Hier ist jetzt auch das. Und bei diesen Dreh- und Trink-Dingern, die ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt habe, da ist jetzt auch so ein Ding dran. So. Echt doof. War im Angebot. Dann. Ich habe nichts mehr hier, wenn die Kinder mal krank sind, spontan. Klar, ich könnte den Nudelsuppe mit Brühe machen, aber das ist essen die nicht gerne. Und sowas kommt immer gut an. Oder auch mal abends, wenn man anstatt Brot mal was Warmes will, finde ich das auch gut. Habe ich zweimal Milchreis mitgenommen. Das ist quasi jetzt unser Notfallessen, weil die Kinder können einfach keine Nudeln mit Dino-Nuggets und Buttergemüse mehr sehen. Das war jetzt ein Jahr lang unser Ersatzessen, wenn mal ein Kind krank war und ich kochen musste mittags. Und ich kann es verstehen, dass die das im Zusammenhang nicht mehr essen können. Pommes und Dino-Nuggets gehen, aber Dino-Nuggets mit Nudeln und Buttergemüse nicht mehr. Deswegen, ja, nehmen wir jetzt erstmal das hier und gucken wir mal, wann sie keine Lust mehr haben. Genau, zweimal Grieß und zweimal Milchreis. Dann haben sie Actimel im Angebot, habe ich die Pokémon-Version geholt. Ist auch immer schön für die Dose. Genau. Und dann Cheese-Strings. Waren auch im Angebot. Die liebt der Leon ja. Da wird er sich freuen, wenn ich ihn die morgen früh in die Brotdose tue. Patros war im Angebot. Habe ich auch eine Packung mitgenommen. Ich habe Roma-Salat vergessen. Aber ich habe auch keinen gesehen. Vielleicht habe ich ihn auch deshalb vergessen. Marie wollte unbedingt eine Honigmelone. Kam mit. Wir haben noch ganz viele Äpfel hier. Und eine Kiwi. Genau. So, Buttergemüse zweimal fürs Wochenende. Das muss ich jetzt mal schnell wegfrieren. So. So. Genau. Drei Kiwis waren auch für, weiß ich nicht, was im Angebot. Eine hat Marie noch. Und ich muss Marie immer zwei zeitgleich schneiden. Aufschneiden und in eine Schüssel packen. Ihr fällt es auf, wenn ich nur eine da reinwerfe. Geschnitten. Ich muss sie die immer so schneiden, dass sie die aufgabeln kann. Dann ist das perfekt, wenn da jetzt noch eine ist. Dann kann sie zweimal Kiwi jetzt essen in dieser Woche. Genau. So. Hier ist die zweite Mangos. Die sind echt riesig. Also das ist eine normale Kiwi. Die Mangos bei uns sind eigentlich immer ein kleines bisschen kleiner. Ich würde sogar sagen,
Wenn man das obere hier abnimmt. Also riesig sind die nicht. Aber diesmal echt groß. So, was haben wir hier noch? Hol ich mal raus. Genau, Berggarda Heumilchkäse war auch im Angebot. Kam eine Packung mit und einmal Landschinken. Genau. So. Was haben wir hier? Maria hat Geflügelwürstchen mitgenommen. Hatten wir lange nicht mehr. Boah, sind die kleiner geworden? Oder bilde ich mir das nur ein? Doch, oder? Ja. Waren im Angebot. Dann einmal kleines Wasser, weil ab nächste Woche, ab Montag, meine Schulung, also Weiterbildung, beginnt. Und dann habe ich jetzt genug kleine Flaschen hier. Eins bis zwei Stück mitnehmen kann. Eine Gurke, eine schiefe Gurke. Genau, eine haben wir noch da. Und dann haben wir die schiefe, das reicht für die Woche. Dann Apfelschorle, die ist wirklich richtig lecker, auch wenn sie jetzt naturtrüb nicht so schön aussieht. Aber die ist wirklich lecker. Wenn ihr mal beim Netto seid, holt euch die mal. Die ist wirklich lecker. Die schmeckt jetzt nicht extrem kohlensäurehaltig wie normale Apfelschorle. Aber richtig lecker trotzdem. So, zweimal Milch. Wir haben hier eigentlich genug Milch. Aber ich brauche immer zwei Packungen Milch, einfach fürs Gefühl. Genau, das war's. Mehr gab's nicht. Ja, mehr brauchen wir diese Woche nicht. Bis auf die Schnitzel. Da muss ich jetzt gucken, ob sie die Bio-Variante bei Netto hat ja immer die höchste Haltungsstufe. Also die Guthaltungsstufe. Und die Eigenmarken von Netto hat immer die schlechte Haltungsnote. Da muss ich mal gucken, ob ich die vom Bio bekomme. Wenn nicht, muss ich die bei Edeka holen. Wir wollen die Schnitzel ja eh erst Samstag oder Sonntag machen. Ich werde das jetzt alles verräumen. Wie oft will ich jetzt noch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.